meine Hübschen, ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir nehmen euch wieder mal mit. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Es ist übrigens kostenlos, so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Denn Analytics sagt, dass 80% meiner Zuschauer gar nicht meine Abonnenten sind. Deswegen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auch auf Instagram könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Und ich würde jetzt sagen, los geht's und viel Spaß! Emily sitzt schon in ihrem neuen Buggy, zeige ich euch gleich. Der ist so super, der lässt sich so klein falten. Der wiegt nur 6,9 Kilo, also perfekt zum Verreisen, da er auch handgepäcktauglich ist. Ich zeige euch gleich alle Funktionen, wir sind so zufrieden. Emily ist gerade ein bisschen ungeduldig, am liebsten würde sie gleich spazieren gehen, aber es hat gerade angefangen zu regnen. Naja, aber Samuel und Lukas kommen sowieso gleich und dann wollten wir zu Richter und Frenzel uns ein paar Badewannen anschauen für das neue Haus. Deswegen geht's gleich los, Mausi. Sie ist total ungeduldig. Wie die Mutti. Die kleine süße Zuckermaus sitzt in ihrem neuen Buggy. Bist du happy, Schatzi? Ja, bist du happy? Gehen wir gleich eine Runde spazieren. Ich hoffe, es hört auf zu regnen. Ne, Mausi? Mausi geht jetzt eine Runde spielen und wir zeigen den Mädels den neuen Kinderwagen. Das hier ist der Bonavi Air Buggy, der ist wirklich sehr flexibel und wendig. Lukas, mach weiter, das ist cool. Mach, jetzt fährt nur ein Auto vorbei. Das hier ist der Bonavi Air Buggy, der ist wirklich sehr flexibel und wendig, sehr, sehr leicht zu fahren. Der wiegt übrigens nur 6,9 Kilogramm, also der ist auch handgepäcktauglich, perfekt zum Verreisen. Und der lässt sich auch mit nur einer Hand tragen, denn zu eurer Bestellung kommt auch ein Tragegurt und eine Tasche mit dazu. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Außerdem ist der Bonavi Air Buggy. Warum lachst du? Der Kameramann lacht. Ja, außerdem ist der Bonavi Air Buggy von Geburt aus nutzbar, denn hier ist ein Babyschutz integriert. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie man den zusammenfaltet. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Ihr bekommt ihn in jedes Auto rein oder in den Flugzeug. Außerdem habt ihr hier sehr viel Stauraum, also falls ihr mal einkaufen gehen möchtet. Wenn man hier dran zieht, mit nur einer Hand funktioniert das, dann kann man das in einer Liegeposition machen. Und das ist natürlich super praktisch, damit die Babys auch mal schlafen können. Schaut mal. Und außerdem sind hier zwei Reißverschlüsse, das ist ein Belüftungsfenster. Hier ist auch ein Moskitonetz integriert, also perfekt für den Sommer. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Für den Bonavi Air Buggy entscheidet, bekommt ihr den Tragegurt, wie gesagt, die Bonavi-Tasche, ein Moskitonetz und nochmal einen Regenschutz. Ich habe vom Bonavi hier auch einen Winterfußsack, also gerade morgens ist es ja noch relativ frisch, deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr. Der ist natürlich auch farblich angepasst zu dem Buggy. Den Fußsack gibt es auch in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Farben und der ist super gemütlich und hat eine Top-Qualität. Ich freue mich schon sehr, das zu nutzen. Und außerdem habe ich für euch einen 20% Rabattcode bis zum 30.04. mit dem Code MyraJoyen20. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen was sparen. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall eine Runde spazieren. Ich werde den Buggy weiterhin testen und auf jeden Fall auch berichten. Hallo meine Schönen, ein neuer Tag. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, was mir passiert ist.
Ich habe gestern richtig schön gevloggt, richtig tolle Aufnahmen gemacht. Übrigens, es klingelt gerade an der Tür, nicht wundern. Hallo Samuel, ich hab's gemein. Ja, und dann wollte ich meinen Akku wechseln. Und dann ging die Kamera als nicht an und ich dachte mir schon, oh mein Gott, die ist jetzt kaputt, die hat den Geist aufgegeben. Gott sei Dank habe ich die wieder anbekommen. Aber meine ganzen Aufnahmen von gestern sind komplett weg. Das war so ärgerlich. Vor allen Dingen, ich kann die ja nicht nochmal machen. Also das wäre ja gestellt. Deswegen, ja, Pech gehabt, Mayra, würde ich sagen. Deswegen heute neuer Tag, neues Glück. Ja, wir wollten eine Runde spazieren gehen. Und anschließend wollten wir eventuell zu Manmobilia und noch ja, uns ein paar Bäder anschauen und Küchen. Und hoffen, dass wir auch einen Termin bekommen, damit wir wieder eine Küche planen können. Denn wir haben zwar schon bei Siegmüller eine geplant, aber wir wollen uns natürlich auch verschiedene Angebote holen, ist klar. Und ja, also wir beeilen uns jetzt, ziehen uns schnell an und dann flitzen wir los. Übrigens, eben ist meine H&M-Bestellung angekommen. Ich habe mir zwei Blusen bestellt. Ich werde die auch gleich anziehen. Ich hoffe, dass die passen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, Emily, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Größen total komisch sind. Mal bestelle ich 38 und dann ist es mir zu groß. Dann bestelle ich 40 und dann ist es mir zu klein. Also irgendwie total komisch. Also. Sag mal hallo Mädels. Hallo. Ich habe mir eine Off-Shoulder-Bluse bestellt. Emily, darf ich den Mädels die Bluse zeigen? Ja, danke schön. Ja, ich habe mir eine Off-Shoulder-Bluse bestellt. Schaut euch mal diesen Farbton an. So, so schön. Das ist so ein gedecktes Hellgrün, Türkis, Blau. Super komisch zu beschreiben. Ich mag die Bluse sehr, sehr gerne. Ich habe schon eine ähnliche, beziehungsweise ein Kleid in Rosa hatte ich bei Emilys Geburtstag an. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ja, und jetzt habe ich die Bluse hier gesehen. Und ich finde die Farbe mega schön, gerade jetzt für den Frühling in einer schönen hellen weißen Hose oder einer beigen Hose. Ja, und die ist wie gesagt auf Shoulder. Und ja, richtig schön. Übrigens hier an den Ärmeln auch durchsichtig. Ja, die muss auf jeden Fall nur passen, aber ich glaube, die passt auf jeden Fall. Die ist ja richtig schön stretchy hier oben. Ja, die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und dann habe ich mir noch eine Bluse bestellt. Emily, bleibst du bitte hier? Nein, das ist aber gefährlich. Die läuft mir die Treppen hoch. Ach, Mausi. Bleib mal bei der Mutti. Bei der Mutti ist es doch am schönsten. Nicht die Treppen hochlaufen. Das ist sehr gefährlich. So, dann habe ich mir noch eine Bluse bestellt. Schaut mal, was eine schöne Farbe. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Hier mit so Knöpfen. Und unten ist das auch nochmal so gewellt. Mit einem Volant. Und ja, langärmlich auf jeden Fall. Und super zerknittert. Aber gut, muss man halt bügeln, ne? Ja, werde ich auf jeden Fall gleich anziehen. Das sieht gut aus von der Größe, würde ich sagen. Ich probiere das mal an und dann schauen wir mal, ob ich die Stücke behalten möchte oder nicht. Ne, Mausi? Du hast auch dein neues Oberteil an, ne? Das haben wir letztens bei DM gekauft, falls ihr euch erinnern könnt, von Puss Blue. Voll die schönen Farben. Ne, Mausi? Bist du schon frühlingshaft angezogen? Also, ich probiere mal die Kleidungsstücke an. So, das hier ist die Bluse. Eigentlich sieht die ganz süß aus, aber die ist so zerknittert. Ich muss die definitiv bügeln, aber ich wasche meine Kleidung sowieso immer, bevor ich die anziehe. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wascht ihr eure Kleidung auch, wenn die frisch gekauft ist? Also mir ist das irgendwie wichtig. Und gerade auch bei den Kindern ist das ganz, ganz wichtig, wegen Allergien und so weiter. Immer die Wäsche nach dem Kaufen waschen, bevor man die anzieht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Bluse behalten soll oder nicht. Was sagt ihr? Eigentlich sieht die süß aus. Die ist halt mega zerknittert. So, das ist die andere Bluse. Ich finde die Farbe richtig, richtig schön. Allerdings muss man hier natürlich darauf achten, was für ein BH man anzieht.
weil der muss auf jeden Fall trägerlos sein, ganz klar. Weil das sich hier auch sonst zusammenrafft, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Das sieht dann unschön aus. Aber ansonsten ist die Bluse richtig chillig und schön für den Frühling. Eventuell mit einer weißen Hose finde ich die, glaube ich, ganz, ganz hübsch. Und die passt auf jeden Fall von der Größe her. Wie gesagt, das sieht gerade hier nur so ein bisschen komisch aus. Ich muss dazu auf jeden Fall einen anderen BH anziehen. Ja, und die Blusen kosten jeweils 12 Euro, meine ich. Ich hatte auch noch so einen 10% Rabattcode. Und ja, richtig schön. Ich hatte mir letzte Woche bei H&M diesen wunderschönen Velours-Ledermantel bestellt. Oh mein Gott, der ist so, so schön. Schaut euch mal die Farbe an. Richtig toll. Dann habe ich mir passend dazu hier auch noch einen Schal bestellt. Das ist auch in so einem Nude-Ton, zieht aber ein bisschen mehr ins Rosa, aber ich finde es mega schön, also vom Kontrast her. Ich hatte übrigens zu meinem Geburtstag einen H&M-Gutschein geschenkt bekommen, deswegen ja, habe ich mir hier ein paar Sachen bestellt. Dann habe ich mir hier eine Jeanshose bestellt in so einem hellen Blau. Richtig schön, mag ich auch sehr, sehr gerne. Mein Gott, nervt die Tür, bleibt doch mal da hinten. Ja, ich finde so Nude-Töne mit hellblau, also mit einer hellen Jeans, finde ich immer sehr, sehr schön und frühlingshaft. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Oberteile bestellt. Übrigens, ich werde euch einfach die Kleidung unten in die Infobox verlinken, falls ihr Interesse habt. Ich stelle euch mal kurz hier ab. Ja, dann habe ich mir, wie gesagt, ein paar Oberteile bestellt. Einmal dieses hier, das fällt richtig schön locker. Vom Stoff her super angenehm und sehr elastisch. Und hinten ist es richtig schön überkreuzt. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir dieses hier noch bestellt. Das ist vorne überkreuzt in weiß. Vom Stoff her auch richtig schön und elastisch. Und ich mag diesen Stoff super gerne, weil man da nicht drinnen schwitzt. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und der ist richtig schön. Auch hier sind auch zwei Knöpfe in Gold. Und ja, gefällt mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gibt es alles aktuell, wie gesagt. Ich verlinke euch alles einfach mal unten in die Infobox. Also wie ihr unschwer erkennen könnt, stehe ich auf Nude und Weiß. Aber im Frühling mag ich das super gerne. Und dann habe ich mir dieses hier bestellt. Das ist hinten auch überkreuzt. Schaut mal, das kann man so zusammenbinden. Sieht angezogen sehr, sehr schön aus. Ich kann die Teilchen jetzt aber nicht anziehen, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Und ja, das ist auch richtig schön und so ein bisschen gestreift. Könnt ihr das sehen? Tolle Farbe. Ich liebe Nude. Und dann habe ich mir hier noch eine Bluse bestellt. Und auch wieder in Beige, war ja klar. Aber mit so Vierecken. Also das ist kein Karo, oder ist das auch Karo? Ich weiß gar nicht, ob man hierzu auch Karo sagt. Auf jeden Fall, hier sind so Vierecke. Und es ist in einem Kreppstoff, auch super angenehm und sehr, sehr leicht zu tragen. Auch ein bisschen größer bestellt, also 38 habe ich mir, glaube ich, bestellt. Ja, in der Größe 38. Passt wirklich perfekt, fällt auch noch ein bisschen lockerer. Und ja, ich glaube, also gerade die Oberteile und die Bluse passt auch zu dem Outfit hier sehr, sehr gut. Schaut mal. Zu der Velours-Lederjacke, zu dem Schal. Ja, die Töne, die passen miteinander, beziehungsweise harmonieren sehr schön miteinander, aber trotzdem ist da noch ein Kontrast da, ne? Zu dem Schal, so in rosa. Und ja, yeah, I love it. Und dann noch die helle Jeanshose. Richtig geil. Und ja, das war's. Das war meine Bestellung bei H&M. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Und Emily, liest du gerade? Ja, liest du gerade Papas Buch? Ich habe mir übrigens auch noch Pumps bestellt, habe ich total vergessen, euch zu zeigen. Die sind auch aus einer... Oh mein Gott, Emily. Nicht bewegen. Ich habe vergessen, euch meine neuen Pumps zu zeigen. Die habe ich mir bewusst auch zum Outfit bestellt. Ich finde, die passen sehr, sehr gut. Das sieht irgendwie chic aus, aber trotzdem auch ein bisschen elegant. Die sind in einer Velours-Leder-Optik, richtig schön, auch in einem Nude-Ton. Und hinten der Absatz, könnt ihr das sehen, aus Lack glänzend. Ja, ich finde die Kombi sehr, sehr schön. Und die waren auch gar nicht so teuer. Ich meine, ich hätte 30 Euro dafür bezahlt oder 39 Euro, ich weiß es gar nicht. Ich finde die auf jeden Fall mega schön und auch die verlinke ich euch selbstverständlich unten in die Infobox. So, ich habe jetzt ganz schnell meinen Velours-Ledermantel angezogen für euch, damit ihr sehen könnt,
wie das ausschaut. Die Farbe, schaut mal, ist so, so schön. Ich habe mir übrigens die Größe 36 bestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass der Mantel einfach viel besser sitzt und gerade an der Taille viel femininer ausschaut. Und der kostet 49 Euro, genau. Aber ich verlinke euch, wie gesagt, alles habe ich, glaube ich, 199 Mal schon erwähnt. Ja, und so schaut der aus. Der ist, ja, so knielang ungefähr. Und den kann man ganz lässig offen tragen oder eben hier. Moment, hier, genau, so. Hier dann so quasi zusammenbinden. Richtig schön. Geht natürlich schlecht mit einer Hand. Auf jeden Fall, ich finde die Farbe so, so schön. Ich freue mich auf den Frühling. Was habt ihr hier veranstaltet? Gerne. Ja, was hast du hier veranstaltet, Mausi? Spielst du mit dem Samuel? Gerne. Ja? Wollen wir mal zeigen, was hier los ist? Ich bin der Black Ranger. Boom, boom. Ach, Emily. Das ist nichts für uns, ne, Mausi? Wir gehen mit den Barbies spielen. Ne, Schatzi? Wo ist Emilys Nase? Wo? Wo ist deine Nase, Mausi? Da ist deine Nase. Da ist deine Nase. Hast du was gefunden, oder was? Da ist deine Nase, das macht man dann nicht, du. Nein! Du bleibst mir da schon zu schauen. Bob, Emily, hier ist hier deine Socke. Hier, da ist die andere Socke. Und die hier müssen wir noch anziehen. Hast du deine Socke verloren? Komm her, mein Schatz. Ui. Hoch die Füße! Hoch die Füße! Guck mal, Amy. Komm. Aber man sah wohl, dass sie nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse stecken. Endlich sprach er. Emily, komm! Endlich sprach er. Hallo, 2 Sekunden geht die Kamera aus. Hallo, in 2 Sekunden geht die Kamera aus. Wow, Emily, ist das dein Zauberstab, Schatz? Wow, cool, das ist ein Star Wars Stab. Du bist lustig. Spielst du auch schon wieder, Samuel? Leute, ich sag's euch. Mach mal Kuckuck. Da. Kuckuck. Da. Kuckuck. 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 Da. Kuscheln. Eine Runde kuscheln. Mach mal Kuckuck. Kuckuck. Da. Na, 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 na. Nein. Nein, nein, nein. Hoch die Füße. Hoch die Füßchen. Ist da jemand? Kitzelig? Ist da jemand kitzelig? Kitzelig, kitzelig? Ist da jemand kitzelig? Emily?
Emily, bist du mit Hello Kitty unterwegs, Schatz? Brumm, brumm! Let's go! Den Gang einschalten, Mausi, nicht vergessen! Auf! Tschüss! Was denn? Die Vögel? Das sind Vögel. Oh, singen die Vögel? Oh. Ja, was ist denn da? Zwitschern die Vögel, Schatz. Los geht's. Bom. Komm und komm raus. Gehen wir jetzt spazieren, Mausi? Ja? Ja? Sitzt du gemütlich in deinem neuen Buggy? Schaut mal, wie schön die Pflanze ist. Die hat mir meine Schwiegermama zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe ihr eben gerade Wasser gegeben. Die war total kaputt. Ich dachte echt, die überlebt nicht mehr. Und die steht innerhalb von 2 Minuten wirklich wie eine Eins. Die hatte so einen Durst. Die sieht voll schön aus. Was isst du da Leckeres, Mausi? Oh, oh. Soll dir das lieber die Mama geben? Nein? Komm, die Mama gibt dir das lieber. Guck mal, was die macht. Die Mama gibt dir das. Guck mal, wie du. Oh, guck mal, die ist sauer. lecker. Was ist denn das? Sie liebt die von Happy Banane-Apfel. Ohne Zucker. Die sind aber echt lecker. Selbst ich mag die voll gerne. Sind die lecker, Schatz? Mama, lass mich in Ruhe. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren eine Runde spazieren. Und beim Teegut, schaut mal, was wir Leckeres gekauft haben. Hallo, Lukas. Yummy, yummy. Ich werde jetzt aber erstmal was kochen. Und das essen wir dann zum Nachtisch. Übrigens, Emily ist eingeschlafen. Die war so fix und fertig. Und deswegen darf ich nicht so laut reden. Ja, also ich koche jetzt was Leckeres. Und ja, sonst passiert heute nicht mehr viel. So, ich brate gerade Gemüse an. Das wird unsere Beilage zu Tilapia-Fisch. Wir lieben Tilapia. Der Fisch ist übrigens auch schon im Ofen. Und ja, so in 20 Minuten können wir dann essen. So, meine Hübschen, wir haben jetzt lecker gegessen. Es ist echt spät geworden mittlerweile. Und ja, heute passiert nicht mehr viel, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich hier kostenlos abonnieren und hier könnt ihr weitere Videos von mir anschauen. Bis bald! Mua.